Gut, Twitch Germany Content. Papa Platte, mal wieder Papa Platte. Schauen wir mal rein, let's go, komm. Komm. Ja, komm, das Benzin, fuck it. Moin. Hey, ich habe mein Bestes gegeben, dass das Video safe ist. Für Streamer, bitte packt eure Facecam hier unten rechts hin. Für Basti, bitte mach einfach so wie immer. Digga, wohin? Bitte packt eure Facecam hier unten rechts hin. Für Basti, bitte mach einfach so wie immer. Wenn ihr mir Clips schicken wollt, macht es über meinen Community-Discord, Link ist unter der Beschreibung, oder über meinen Twitter, @moinbinderben. Und ja. Und jetzt wird gelacht. Enjoy. Aber meiner ist so klein. Weiß ich nicht, ich finde den von Carsten actually wirklich ganz gut. Carsten hat echt einen stabilen. Like und Abo, ach komm raus. Was ist denn da eigentlich drüben contenttechnisch los? Was ziehen sie sich da rein? Wie irgendwie Kokain hergestellt wird? Irgendwie im Amazonas? Oder was ist da gerade los? Digga, ich glaube, da wird Brot gebacken, Basti. Bruder, stell dir vor, du hast überhaupt einen Winkel, wo du überhaupt gut aussiehst. WTF, imagine, what the fuck? My man, kann ich ein Lady? Meine Schoko-Seite, Bitch, ich hab gar keine Seite, what the fuck? Digga, Kevin Basic Bitch 101. Oh. Und ihr fragt, warum ich mir das runterlatsche, das ist weird. Fortnite ist so ein geiles Game, wirklich. Junge, what the fuck? Kann man da nicht einfach einen Anker schmeißen? Berechtigte Frage, oder? Ich weiß gar nicht, wer Napoleon ist. Wir wissen, wer Napoleon ist. Napoleon hat Amerika entdeckt. Digga, Moji, das ist falsch. Napoleon hat tatsächlich versucht, damals nach Indien zu fahren, ist in Japan tatsächlich gelandet und hat dann Nudeln und Eiscreme nach Italien importiert. Das sollte man noch wissen. Ich weiß gar nicht, ist jetzt Big Mac Fleisch oder Rind? Big Mac ist, glaube ich, Pilz. Ah, oh, hast du gesehen? Ich wusste das gar nicht, dass ich so viel Muskeln habe. Ach, Hugo. Noch mal eine für blauen Mann, es ist die zweite in der Runde! Ich sag's euch hier und jetzt, ich hab's schon mal gecallt, mein Bruder kann's glaube ich bestätigen. Ich sag's euch allen, ich bin der schlechteste Mario Kart, nein, ich bin der schlechteste Switch, nein, ich bin der schlechteste Nintendo-Spieler, den es in Deutschland je gegeben hat. Und es ist mir so peinlich, dass ich niemals in meinem Stream irgendwann Mario Kart, Mario Party, Mario irgendwas spielen würde. Ich bin wirklich, du kannst das Nintendo ruhig weglassen. Ah, scheiß drauf, Digga. Ich bin der schlechteste Spieler in ganz Deutschland. So, jetzt haben wir's. Ich bin schlechter als Kevin. Kevin hat mich auch gefragt, Bro, lad dir Super Mario Maker, Mario Run runter. Dann machen wir so einen Wettbewerb. Ich sag, Kevin, wenn ich das spiele, Armonaco, ich krieg einen Krampf in den Fingern, Digga. Und ich bin Schütze. Ja gut, Bali, Digga. Sehr gut, fünfter Platz. Wow. Ich bin sogar schlechter als der. Kommt Electrix auch? Ja. Die können beide hier. Und Electrix auch, ist die Frage. Mach Finger einmal rein. Ins Wasser. Ja, mach einfach. Ist egal, ich werde schon nicht sterben. Nee, du musst ein bisschen doller drücken. Ja. Das war's. Als ob Danny das noch nie in seinem Leben gemacht hat, Digga, wirklich. Uiui, Ludwig ist beim späteren Race dabei. Nur noch nicht. Digga, Danny ist so dry im Head. Nächste Woche. Nice, good shit. War jetzt erstmal schön mit den Wichsfingern, wo Danny sich im Arsch rumgepult hat, Alter, erstmal da reintrinken, lecky. Finger mal im Arschloch. Denn Ju ist dreist. Ich fühl die Lines. Lass das, was überspringen wir, das ist so unangenehm. Während ich in Cox reinbeiß. Ja! Nee, warte. Hier, der! Oh ja! Eine Fledermaus! Was ist das? Eine Fledermaus ist auf jeden Fall nicht, aber was ist das für ein Tier? Ist das ein Lemur? Ist das ein Waschbär? Wieso hat der einfach einen Pimmel als Nase? Was ist das? Koala? Koala doch nicht! Koala ist überhübsch! Das ist richtig hässlich! Lemur, oder? Koala doch nicht! Lemur! Lemur! Koala ist richtig hübsch. Opossum? Koboldmaki? Esel? Ach, er hat gesubbt. Danke, Slipcorn.
Kennt ihr diesen, okay, kennt ihr diesen Prank, wo man angeblich, das haben wir auf Klassenfahrt mal versucht, wo man die Hand von jemandem in ein Glas Wasser tut und derjenige sich angeblich vollpisst? Kennt ihr diesen Prank? Kennt ihr diesen Prank? Und dieser Prank funktioniert nicht. Es hat nicht bei den Leuten auf der Klassenfahrt funktioniert. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass die Person aufgestanden ist und mit ihrem Finger dieses Glas Wasser umgerissen hat und dann ist morgens einer von meinen Homies in die Scherben reingetreten. Das ist passiert. Das muss warmes Wasser sein. Ach so. Ah. Carina, danke. Warum soll das denn funktionieren? Als wäre mein Finger irgendwie so eine Art Rezeptor zum Pissen. Hä? Hab ich geweckt? Ich hab den BMW angefahren. Mhm. Dann hab ich den Kratzer in dieser blöden Straßenabsperrung. Dann hab ich meinen Spiegel angeschaut, das hab ich schon ganz vergessen. Aber ich glaube, da war auch nicht wirklich was. Und dann hab ich heute nochmal was angefahren. Ich sag's euch, ich fahre noch schlechter Auto als Reefed, zumindest. Ich fahr die ganze Zeit Sachen um. Ist mir auch egal. Ich, zumindest mit Mietwagen auf Madeira. Ich habe den Mietwagen in Madeira. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Beim Mietwagen auf Madeira, das darf jetzt der Autovermieter bitte nicht sehen. Bin ich den Berg rückwärts runtergerollt, einfach gegen eine Mauer, hab kompletten Kofferraum kaputt gemacht. Und dann bin ich wirklich den Berg runtergefahren und hab gedacht, jetzt auch egal, hab jede Mülltonne mitgenommen. Bin einfach gegen jede Mülltonne gefahren, weil ich dachte, weißt du was, du bist sowieso voll versichert. Jetzt ist mir scheißegal. Der Mietwagen war gefickt und ich dachte mir ganz ehrlich, nein, nicht mein Auto jetzt. Das war das Auto, was ich in Madeira hatte. Mein Auto jetzt, mein Mercedes ist mein Baby, den behandle ich sehr gut. Aber das Ding auf Madeira, einfach jede Mülltonne mitgenommen, war mir egal, Digga. Das sind vier Sachen, also, weiß nicht, 3 Wochen oder so. Wer gilt als der Begründer der What the fuck, wie cursed ist das Game? Was ist das? Modernen amerikanischen Lyrik. Tupac. Oh Mann, ich treffe nichts, Alter. Kein Gesch... Man kann... ZG ist Time Freeze. Ist es nicht? Ich schaff den Sprung. Nein! Oh, ja, wahrscheinlich holt er mich in der Luft! Ja. Achso, übrigens, der eine Typ hat sich vorhin gewünscht, dass ich ein bisschen Musik mache mit dem Weinglas. Digga, die zwei sind doch einfach, das ist doch wie eine Therapiepraxis, oder? Kevin und Danny. Das ist doch wie eine Gruppentherapie. Das geht? Ach komm, Digga, komm. Komm. 6 Monate Zeit, jetzt sind hier 6 Monate Boxen. The baddest man. Ja, ich krieg den Boner, wenn ich Max Oberkörper frei sehe, ne? Was? Ja. Ich stehe am höchsten und ihr müsst alle traurig sein und auf den Boden gucken. Verneigt euch vor eurem Minecraft-König. Und mich dann outcallen, wenn ich Roleplay mache. Digga, du machst straight up Sex-Roleplay mit deinen Zuschauern. What the frick? Babys können nicht schwimmen, seid ihr dumm? Babys haben nicht mal Arme. Das stimmt. Alright. Was? Wie konnte denn ich... Oh mein Gott, nein. Bin doch nicht dran. Hä? Es ergibt gar keinen Sinn. Oh Junge, in Wien gibt's wieder frisches Koks. Bleib, du musst da bleiben. Sie freut mich so hart, die kommt mir so eine Nade und ich schreie so laut. Jawohl, Shot. Oh, jawohl, Sascha. Sascha! Jawohl, oh Shot. Shot. Ja. Wie viel Stunden hat ein Tag in Amerika? Dieses Bild da oben habe ich gemacht, als Danny Lena Vanille auch dem Arsch geguckt hat und nachgeschrien hat. Bist du nicht Lena Vanille? Ich wollte nur noch... Danny, Alter. Welcher fandet ihr war der bessere Musiker? Picasso oder Van... Tonia. Ey, die tun mir so leid. Wir können nein, nein, die haben, ey, die haben auch Diamond-Spieler. Wen denn? Veni. Wer? Ich hab so Angst, Chad. Was ist das? Ah! Oh. Die wird gemessert. Kannst du oben gucken. Caruso. Stark, Caruso.
Gehen wir das andere nochmal? Nein. Ich brauche für mich noch. Sonst klebt meine Hand. Ja, dann geh nach oben und hol Küchenrolle. Ich hab hier nichts mehr. Das sind im Übrigen, das sind meine vollgewichsten T-Shirts. Ich finde, die beiden haben wirklich den alten Ehepaar Rentner-Vibe komplementiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die zwei. Ach, Junge, wie eine Ehe. Wie eine Ehe. Spaß, jetzt hast du sie angefasst. Da habe ich Real Talk gestern Abend reingewichst. Das ist ja mein Content, Digga. Ihr habt ja. Aber mittlerweile handle ich den Porsche ganz gut. Mittlerweile komme ich rein. Ja, auch noch nicht. Ah. Aber ist hier überhaupt jemand? Hallo. Hä? Wieso hat der ein Dildo? Chat, ist bei dem Zebrastreifen der Streifen schwarz oder weiß? Ist die Straße weiß oder oder ist die Straße schwarz? Ich schwöre aus euch, Leute, wenn es einen Twitch-Jahresrückblick gibt, ganz ehrlich, Alter, ganz ehrlich, es müsste doch wirklich. Wir kriegen doch alle eine staatliche Förderung. Wir kriegen doch alle eine staatliche Förderung. Am Narkholm. Ich schwöre es euch, alle Streamer in Deutschland sind so dumm. Wir haben alle diesen Ausweis verdient, wo wir überall parken dürfen. Wir haben ihn einfach verdient. Wir sind doch geistig alle unter 40 IQ. Sind ja basically wie Hunde, nur kleiner. Was? Hühner sind nicht wie Hunde. Hühner sind... Oh mein fucking Gott, dude. Wenn ihr ein Musikvideo dreht, müsst ihr unbedingt diesen Stil... Ich kann jetzt einfach hoch... Ich brauch auch so einen. Geht's dir mit Pimmel? Das ist gerade sehr unangenehm. So ein bisschen in die Richtung, weiß ich nicht. Dr. Rezo und Dr. Reef. Hi, ich weiß nicht, ob ich eventuell bisexuell bin. Ich könnte mir, glaube ich, eher was mit einem Mann vorstellen, aber zum Thema Beziehung finde ich halt beide schön und ein bisschen verzweifelt. Was sagt ihr dazu? Alter, nein, ja. Ich habe mein Mic kaputt gemacht. Ah, jetzt ist er direkt wieder aus. So repariert man. Dusch zusammen geht schneller. Alright, Romata, komm mit. Komm mit, komm, wir gehen zu. Irgendwie ist jede Bewegung von Romata weird. Alter, fick doch mein Arschloch. Hat gebumst, ja. Hat Kevin dich in Berlin gebumst, ja. Was? Ich brauche ein Schlagzeug, ich brauche hier ein Schlagzeug. Eine Stunde hat 60 Sekunden. Das stimmt. Nein, stimmt nicht. Eine Sekunde hat 60 Stunden. Warte, pass auf. Mach du das, ich mach's danach. Mann, ich bin so schlecht, ich sag so dick, Mann. Ich hau dir eins in die Fresse, Romata. Was kann ich dafür? Mama, aber ich hab gar nichts gemacht. Rezo hat gesagt, ihr habt euch gegenseitig die Cox massiert. Stimmt das? Natürlich, klar. Er liegt hoch. Ja? Was ist? Euro Moin tun. Ich wollte meiner kleinen Schwester mal eine Freude machen und habe ihr ein Trampolin gekauft. Sweet. Nur was macht die blöde Kuh? Sitzt heulend herum daneben im Rollstuhl. Das ist nicht witzig. Und wir machen jetzt Lava so easy. What the fuck? Wie gut? Ach, doch nicht. Hä? Smart Ben, mach deine Facecam hier hin, wo alles passiert. Okay. Lebt der Fisch noch da drin? Ja. Ich würde es eigentlich fühlen, Elders, wenn du Monte gleich mal einen Call drückst und sagst, nee, mit den Sims nee, hubst. Könntest mein Opa sein, du Hundesohn. Das war Ding, oder? Star Wars? Ist Harry Potter, oder? What the fuck? Nee, was ist das? Pirates of Kabirik? Fluch der Karibik ist das gleiche wie Harry Potter, nur ohne Zauberer. Junge, die hat einen Traubenfänger, Alter. Traubenfänger? Nein, Alter. Der wird alles absorbiert.
Selbst die Zahnfee bleibt da drin hängen und stirbt, Junge. Eigentlich krass, wie die Grenze gezogen wird zwischen Tieren und Pflanzen. Weil manche Pflanzen sind auch so schlau. Welche Pflanze ist denn schlau? Jede Pflanze ist übertrieben dumm. Oh, oh nein. What is that? Ist das eine Wespe? Barina, Themawechsel. Ich überfalle jede Bank mit meinen Nutzen. Ich flanke jede weg mit meinem Fahrer. Ich fahre durch die Stadt, durch die Streets. Digga, wir sind im Jahr 2021 und Hugo hat angefangen zu rappen, jetzt reicht's.